Grüße euch. Zum Wochenorakel vom 29. September bis zum 5. Oktober. Ich habe mir für die Legung einmal den Achat ausgesucht. Für die erste Legung. Den roten Lapislazuli, also bis Handschmeichler, die Finger zu trainieren. Und den Magnetisit. Okay. Dann habe ich noch eine kleine Ja-Nein-Frage. Könnt ihr euch hier einen Stein aussuchen? Da steht ja nichts drauf. Ja? Das ist, könnt ihr euch anschauen. Ich finde die ganz toll. Okay. Und dann würde ich auch ganz gern anfangen. Ich hoffe, ihr habt euch einen Stein ausgesucht. Ja. Und okay, beginne ich mit dem Achat. Was haben wir denn hier? Die Weisheit. Ganz schön mit dem Auge. Wo denn das Auge hergibt. Und die Stechpalme. Okay. Dann schauen wir mal. Mimirs Brunnen, Weisheit. Mimir ist ein uralter weiser Riese, der über einen Brunnen wacht, in dessen Tiefen die Erinnerungen an alle Geheimnisse dieser Welt schlummern. Odin opfert ein Auge, um aus der Quelle trinken zu dürfen. Impulsworte, Weisheit, Intuition, Erinnerung, Ahnung, Einsicht, Opfer, Urquelle, Zeit, Zauber, Ahnengedächtnis, Akasha-Chronik. Okay. Also wir haben alle eine unerschöpfliche Weisheit in uns. Und das ist natürlich auch altersbedingt. Und man sollte, ja, aus allen alten und neuen Schriften so ein bisschen lernen, ja. Nicht so, schau, was passiert. Das Weisheit weiß man im Herbst, wird man da vielleicht ein bisschen melancholisch und ein bisschen müder, die Nächte werden länger. Und die Uhr wird demnächst umgestellt. Im Moment genieße ich die Sonne, die Weinblätter haben sich weinrot verfärbt, finde ich herrlich. Meine letzten Tomaten werden auch so langsam rot. Und ja, was ich denke, das wird so ein bisschen bedächtig, ja. Obwohl du hier die Stechpalme hast. Ja. Das Beste im Kampfe. Ich denke, du
Hast du bisher, ja, auch eine spirituelle Kraft, solange du nicht durch Aggression und Habgier gekennzeichnet bist, ja, und dann wird sich der Erfolg einstellen, ja. Stichpalme hatten wir die letzte Woche schon. Und so ab Mai nächsten Jahres. Ja. Gut, wenn man es jetzt der Herze zunimmt, der Bauer, der ist natürlich klar, dass er jetzt die Ernte eingefahren hat oder eingefahren wird. Und nächstes Jahr im Mai geht's neu los. Also muss dann schon gesät werden, muss. Ja, der größte Teil ist schon ausgepflanzt. Vielleicht kommt auch noch mal ein bisschen Frost. Um Ostern, die Eisheiligen haben wir dieses Jahr nicht so gespürt. Die kamen nicht so. Aber es könnte sein, dass sie nächstes Jahr noch mal gewaltig kommen. Also nicht zu früh aussehen. Ja. Nicht so vielleicht ein Drittel des Feldes, was so bisher etappeweise. Und das wird schon. Haut hin. So. Mir ein bisschen genauer reinzuschauen, ja, möchte ich noch drei Karten ziehen. Es gibt jetzt unterschiedliche Deutungsmöglichkeiten. Ein Bruder, der ältere, dunkelhaarige Mann. Fangen wir mit der Kreuz 8 an. Diese Karte sagt dir, dass sich was in dir festgesetzt hat. In deinem Körper, in deiner Seele sind Krankheitsprozesse entstanden. Sie gilt es nun aufzulösen. Auch chronische Krankheiten sind heilbar. Sie brauchen viel Geduld und einen erfahrenen Helfer und Arzt. Aber bedenke, letztlich bist nur du dein eigener Heiler. Ohne deinen Willen und deine innere Heilungskräfte kannst du nicht genesen. Segne und lobe deine Gesundheit, sprich nicht von deiner Krankheit. Lob ist der große Energiebefreier in Geist, Seele und Körper. Bei der Deutung von Kreuz 8 möchte ich. Um noch einmal auf die innere Ebene zu gehen, versuche die Ursache zu finden. Wann und wo und vielleicht durch wen hast du eine Verletzung erlitten? Sehr oft sind wir auch selbst die Verursacher, ob wir einem anderen oder uns selbst ein Leid antun. Deine Seele bekommt dadurch eine nicht heilende Wunde, indem du dir und dem anderen verzeihst. An dieser Stelle möchte ich dir erklären, dass ich nicht mit erhobenen Zeigefinger belehren will. Ich kenne alle Sorgen und Nöte des Lebens. Ich bin selbst eine Suchende. Meine Schutzengel hat viel Arbeit mit mir gehabt, aber mir wurde Wissen und Glaube geschenkt, so dass ich hoffe, dass wir uns jetzt die Arbeit teilen können. Bitte um Wissen und Glaube und du kannst geheilt werden.
Allgemein Heilungsblockade, Liebe, Depression, Stillstand, Beruf, Verhärtung, innere Leere, Problemlösung, Lob ist der große Energiebefreier. Kreuzbube ist die einzige Karte, die dich auffordert, innezuhalten. Du gehst einen falschen Weg. Deine Absichten oder die einer anderen Person bringen dir Schaden. Trenne dich von Ideen oder falsch verstandenen Gefühlen. Eine Arbeit oder eine Beziehung oder irgendeine Angelegenheit, die du angefangen hast oder bei du dir schon mittendrin steckst, bringt in dieser Form keinen Erfolg. Die Natur duldet kein Vakuum. Sie erfüllt es sofort wieder aus. Schaffe eine Leere in dir, indem du loslässt, was dir Schaden bringt. Sie wird sich mit neuen positiven Gedankenbildern füllen, die nur darauf warten, Wirklichkeit zu werden. Such für dich neue Wege, vielleicht auch neue Menschen, denn auch auf der inneren Ebene sollte ein Lösungsprozess stattfinden. Auch eine Warnung ist in Kreuzbube enthalten. Welchen Weg du auch gehst, was du auch suchst, halte dich fern von Drogen, egal welcher Art. Sie sind eine Fremdbesetzung in deiner Seele, von der dein wahres Ich sich zurückzieht und nur noch ohnmächtig deinen Handlungen zusehen kann. Drogen geben keine Freiheit, sie sind tödlicher Nährboden für deine Illusion. Allgemein Lösungsprozess, Liebe, Abschied oder Neuordnung, Beruf, Neuorientierung, Problemlösung, Klarsicht, Einsicht, kein Drogenkonsum. Ja, also versuch auch mit Zigaretten und Alkohol, ja, das gehört zu Drogen dazu. Die lebenswichtigen Medikamente, ist klar, die muss man nehmen, wenn man jetzt im höheren Alter ist und hat vielleicht zu hohen Blutdruck oder zu niedrigen. Aber ansonsten nimm dir vielleicht lieber ein Rheuma-Bad, trink Brennnesseltee gegen Rheuma oder Baldrian-Tabletten für die Nerven. Ja. Der Karo-König, diese Karte verspricht Mut, Vertrauen und Bindungsfähigkeit. Du oder die Person, nach der du fragst, seid bereit, eine dauerhafte Bindung einzugehen. Dein Herz und deine Seele brauchen einen Ort und einen Menschen, dem du vertrauen kannst und in dessen Zuneigung du Geborgenheit und Heimat findest. Pik-König zeigt an, dass du diesen Partner schon gefunden hast oder dass eine Begegnung mit ihm kurz bevorsteht. Ein großes Erfolgsgeheimnis besteht darin, den Partner verstehen und annehmen zu lernen, so wie er ist, ohne ihn verändern zu wollen. Die Nähe und das Einssein dauern nur Minuten, vielleicht auch Stunden. Sie sind wie Perlen einer Kette. Zwischen zwei Perlen sind immer Schnur und Knoten. Das ist dein Eigenleben, die Wege, die du alleine gehst, aber Schnur und Knoten sind auch immer die Verbindung zur nächsten Perle. Bei beiden Geschlechtern hat seit einiger Zeit die Bindungswilligkeit wieder stark zugenommen. Die große Freiheit, die in den 70er Jahren unseres Jahrhunderts begann, hat sich zu einer inneren Freiheit gewandelt, die uns nun viele verschiedene Möglichkeiten einer festen Bindung erlauben. Freiheit ist auch immer die Freiheit des anderen und Liebe bindet, aber sie fesselt nicht. Also im Allgemeinen Freiheit und Bindung, Liebe, feste Partnerschaft, Ehe, Dauer, Beruf, langfristige Verträge, Problemlösung, Kompromissbereitschaft. Na, das sieht doch gar nicht so schlecht aus, ja. Wahrscheinlich doch mehr das Wetter. Also du bist schon mutig, ja. Ne, so
Vielleicht ein bisschen ausgepowert. Rede ein bisschen kürzer, ja? Okay. Schauen wir mal, welchen Engel dich diese Woche. Ups. Fällt mir eine Karte heraus. Da haben wir die Heilung. Die Menschen wissen nicht, wie nah die Wahrheit ist. Sie suchen in der Ferne, wie traurig. Sie gleichen einem Manne, der mitten im Wasser steht und vor Durst jämmerlich schreit. Von Hakuin. Stichworte Aufbruch und Ankunft, Stunde der Wahrheit, schöpferische Weisheit, Warnung vor Trägheit, Schläfrigkeit, Langeweile, Faulheit. Der Engel der Heilung hilft denen, die ihn anrufen, mit Geduld und Liebe zum Detail Vorgänge und Abläufe genau zu betrachten. Er schützt uns vor voreiligen Bewertungen und hilft uns, unsere Einsichten zu vertiefen. Der Tipp des Engels, dieser Engel bedeutet großes Glück und schenkt ihnen das Gefühl des Einklangs mit allen Dingen, wenn sie etwas darin hindert, die Harmonie zu genießen, so fordert diese Karte sie auf, diese Hindernisse zu ergründen und zu überwinden. In der Liebe begraben sie falschen Stolz und falsche Bescheidenheit. Glück gönnen sie sich ein extra. Erfolg, die Zeit ist günstig für einen schönen Erfolg. Okay. Also, das wird doch, ja. Wie auch schon andere sagten, was jetzt den Oktober betrifft, es wird morgens doch schon kalt, ja, oder mitten in der Nacht. Nimm dir einen Schal mit, dass du nicht heißer wirst und vielleicht hast du am Ende der Woche eine Besprechung und dann bräuchtest du jetzt keinen Halsweh. Bräuchtest nicht heiser werden, ja? Oder vorbeugend. Grüner Tee jeden Tag unterstützt Niere und Leber. Und okay. Dann möchte ich zu der zweiten Legung kommen. Dann haben wir Wut. Na, wie er hier durchbrettert mit seinem Speer und das Wildschwein. Nehmen wir das Ja und das Nein mal ein bisschen auf die Seite. Schatten wollte ich eigentlich keinen machen. Okay. Und wir haben das Geißblatt dazu. Wotans, wilde Jagd, Wut. Mit seiner wilden Jagd zieht Odin als wütender Sturmgott in der dunklen Jahreszeit über die Lande und reißt alles Alte und nicht wirklich Verwurzelte mit sich, um Platz für Neues zu schaffen. Impulswort, Wut, Erregung, Toben, Aggression, Vertreibung von Altem und Überflüssigem, Sturmgeheul, Gewitter, Brausen, Rauschen, Totenheer, Mitwinter, Wind, Keim des Neuen. Oh, machen wir alles windgeschützt, was nicht wegfliegen soll. Ja, in deiner Gegend könnte es vielleicht etwas stürmisch werden.
Das Acker an sich, also ich pflanze ja auch. Und alles, was keine Früchte mehr trägt, wo noch nachreifen kann, alles, was nicht mehr gebraucht wird, wird entwurzelt. Ja, wird rausgerissen, kommt auf den Komposter. Logisch. Ja, die Erde kann man in 2, 4 Jahren dann wunderbar benutzen. Und ja, versuche guten Boden, ja. Mitunter steht aber auch das Geißblatt. Du machst Lärm, ja. Also es ist das Geißblatt an sich. Da sieht man den Vogel, ja. Ist der Kiebitz, der das Geheimnis im innersten Zentrum des Labyrinths verbirgt, ja. Ne, so, um seine Eier zu schützen, die sehr tief in seinem Nest versteckt sind, ja, fliegt er los und schreit erbärmlich, ja, stößt seine charakteristische Schreie aus, um Aufmerksamkeit zu erregen, dass man seine Brut erst gar nicht entdeckt, ja. Das ist da. Wenn man jetzt sein verborgenes Geheimnis wissen möchte, ja, dann müsste man von seinem Ausgangspunkt seines Fluges zurückverfolgen, ja, und sich nicht von den lauten Schreien ablenken lassen. Und in dem Einfluss der Ockham-Karte werden sie befähigt, Falsches von dem zu unterscheiden, was echt Wert besitzt und für ihre spirituelle Reise nützlich ist, um so ihren Weg in die Mitte zu finden. Das Geißblatt wird ihnen helfen, ihren Überzeugungen und Grundsätzen treu zu bleiben und sichern, leichten Schrittes zu gehen. Diese Karte wird ihnen auch helfen, sich selbst zu führen und Ablenkungen zu ignorieren, bis sie den Punkt auf ihrem Flug erreichen, an dem die fruchtbaren Geschehnisse der Seele wartend liegen. Wow. Also schon sinnvoll, ja. Also auch wenn das eher so ein bisschen mit Wut zusammenhängt, ja, so richtig wütend. Für all die, die dem Vogelnest schaden möchten, ja, hoffe ich, dass sie den Ausgangspunkt nicht herausfinden. Okay, dann ziehe ich auch für dich Karten. Der Wolf, der Panda, ja. Sieht fast schon aus wie so ein, zwei schwarze Panda. Zähne fletschen. Das Wildschwein jagen. Ach, ich könnte mal wieder ein Wildschwein braten essen. Schön abgehängt zu Weihnachten. Wer denkt an mich? Ist die Jagdsaison schon eröffnet? Okay, huch, ich muschel zu lange. Okay, drei Karten für dich. Die Kreuz 10. Oh, du selbst. Männlicher Freund, Sponsor, Wohnung. Oh, ziehst dich vielleicht doch eher in deiner Wohnung zurück? Mhm.
Schön. Ist sie vielleicht doch eher dein Gemüt. Aber warum nicht? Ja. Also ich würde es ähnlich tun. Kreuz 10 bedeutet Streit und Verdruss auf der inneren Ebene beginnt es meist mit einem Gefühl der Unzufriedenheit. Dann fehlt nur noch der richtige Partner, an dem du Dampf ablassen kannst. Steht er auch unter Druck, dann kommt es beiderseitig zur Explosion. Das Thema ist dabei unwichtig. Worte haben Macht und negative Worte können nicht nur verletzen, sie können auch töten. Das haben wir alle schon einmal erlebt. Nachher kennt man sich selbst nicht mehr und weiß auch gar nicht mehr, was man alles gesagt hat. Mit dieser Karte ist es möglich, dass du in so eine Situation gerätst. Wie kannst du nun so einer schlimmen Sache vorbeugend begegnen? Wichtig ist, dass du deinen inneren Konflikt erkennst, so ruhig wie es dir möglich bleibst, deinem Gegenüber zuhörst und erst dann deine Argumente vorbringst. Wenn der Zeitpunkt richtig ist, dann kannst du auch auf den Kernpunkt der Auseinandersetzung zu sprechen kommen. Du kannst unter Umständen einen Streit auch einmal eine kurze Weile vertragen, aber nicht vergraben. Wenn du dich deiner sachlichen Auseinandersetzung im Moment nicht gewachsen fühlst. Widerstreitende Gedanken können genauso zermürbend sein wie der Streit mit einer anderen Person, aber mit dir kannst du üben. Schreibe alles, was für eine Sache spricht, auf ein Blatt Papier. Nun nimm ein neues Blatt für das, was dagegen spricht. Schon beim Schreiben wird sich das meiste klären. Das ist eine erprobte Methode. Den Rest Unschlüssigkeit ergibst du einer höheren Macht. Denn die Antwort bekommst du von deinem höheren Selbst, wenn du darum bittest. Vielleicht antwortet es dir durch einen Traum. Oder es fliegt dir im wahrsten Sinne des Wortes ein Gedanke zu. So oder ähnlich hast du es bestimmt schon einmal erlebt. In der Auseinandersetzung mit einer anderen Person wird dir diese Übung größere Gelassenheit geben und du kannst einen Streit in einer fairen Atmosphäre austragen. Allgemein Streit, Verdruss, Liebe, Auseinandersetzung, Beruf, Überforderung, Stress, Problemlösung, Gelassenheit und Toleranz. Ja? Okay. Herzkönig. Wenn du diese Karte gezogen hast, zeigt das immer die Sehnsucht nach einer Vereinigung an. Der urmenschliche Drang, der Einsamkeit zu entfliehen, führt uns zwingend zur Liebe. Wir suchen all das im Partner, was in uns selbst und sei es auch nur der Anlage nach vorhanden ist. Der Mann liebt das Weibliche, das auch in ihm schlummert. Und ebenso liebt die Frau das Männliche. Im Grunde lieben wir im anderen uns selbst. Und wenn wir in Liebesdingen Schwierigkeiten haben, so liegt es an unserem verborgenen Selbst. Das macht es so schwer und kompliziert, sie zu erkennen und zu durchschauen. Am Anfang unseres Lebens war es die Mutter, die uns Liebe und Nahrung gab und unser Leben war von ihr abhängig. Keine Liebe bedeutet Hunger und Tod. Eine wachsende Liebe darf jedoch nicht mehr von Abhängigkeit bestimmt werden. In Freiheit Liebe verströmen und annehmen können, das ist das Ziel.
Der Weg dorthin steht aus dem Lernprozess, sich im Spiegel des Partners selbst zu erkennen. Deshalb ist es in jedem Augenblick der richtige Partner, mit dem wir leben oder dem wir gerade begegnen, weil wir durch jeden etwas über uns selbst erfahren können. Der andere lebt das aus, was in unserem Unterbewusstsein vorhanden ist. Nur dass es uns zunächst verborgen ist und wir es oft nicht erkennen. Herzdame und Herzkönig fordern dich nicht nur auf, deine Gegengeschlechtlichkeit kennenzulernen, sondern auch dazu, den Teil deiner Seele zu erkennen, der sich als Spiegelbild im Partner zeigt. Wenn du dich veränderst, verändert sich das ganze Umfeld und zuerst spürst du es in der Partnerschaft. Das andere, das Fremde, das uns oft unverständlich ist und Schmerzen bereitet, ist auch das Ureigene in uns selbst. Der schmale Erkenntnispfad führt dich, sofern du ihn zu gehen bereit bist, zum Verstehen und zu notwendigen Veränderungen in dir. Dann bist du bereit und hast auch die Kraft, das Mysterium der Liebe zu erkennen. Wenn du die gegengeschlechtliche Karte, also als Frau den Herzkönig oder als Mann die Herzdame gezogen hast, wird es dir nicht schwerfallen, mit deinem Schicksalspartner in harmonischer Beziehung zu leben. Die gleichgeschlechtliche Karte dagegen sagt dir, dass du noch viel mit dir selbst arbeiten solltest. Allgemein, Partnerschaft, Lebensbindung, Liebe, Schicksalspartner, Beruf, Lebensaufgabe, Problemlösung, Selbsterkenntnis durch Partnerschaft. Kommen wir zu Herz Ass. Es geht um dein inneres und dein äußeres Haus. Schau einmal nach innen, begib dich in dein Reich. Ist dein inneres Zuhause so angelegt und geordnet, dass du dich wohlfühlst? Wer wohnt in deinem Herzen? So viele Zimmer und werden sie alle auch genutzt? Wenn du feststellst, dass du etwas verändern willst, dann schaffe dir eine Vision, dass du dich von deinen Träumen inspirieren und konzentriere dich darauf, auf welche Art und Weise sie Wirklichkeit werden können. Große Veränderungen nehmen ihren Anfang im Inneren, aber du kannst sie auch durch Maßnahmen in deinem äußeren Bereich unterstützen. Schaffe Platz für Neues. Was nicht mehr gebraucht wird oder nicht mehr funktioniert, ist nur Ballast. Danke für die Dienste, die die Sache dir erwiesen haben, und gib sie ab. Das Universum hält alle Möglichkeiten für dich bereit, mit denen du deinen Traum verwirklichen kannst, ohne dein Herz an Dinge zu hängen. Dein Lebenscomputer ist immer aufnahmebereit für neue Programme. Außerdem kannst du auch bestehende Programmierungen und Einstellungen verändern. Oft genügt schon eine Kleinigkeit, um eine Sache aus einer neuen Perspektive betrachten zu können. Bei einer anstehenden Entscheidung werden dir die Karten weiterhelfen. Und dein Wollen, deine Kraft und dein Mut vorhanden sind, so wird die Flamme deines Herzens brennen und erschaffst für dich Bedingungen, die dich sehr schnell zu deinem Ziel führen werden. In jeder Absicht, in jedem Wunsch liegt der Samen und der Mechanismus zu ihrer Erfüllung. Allgemein, Herz, Haus, Familie. Steht etwas auf dem Kopf, ja? Wenn es auf dem Kopf steht, dann ist meistens ein bisschen Streit. Ja, das so selbst früher gehen wir raus, Holz hacken, wenn es Streitigkeiten gab, ja? Oder geh einfach mal, jetzt ist es nicht mehr so heiß, jetzt kannst du es nicht mehr an den Kreislauf, nicht mehr an den Kreislauf bekommen. Geh in den Wald spazieren, ja. Genieß die letzten Herbststrahlen, genieß die Farben der Blätter.
Ja, reagier dich ab. Irgendwie komm zur Ruhe. Ja. Liebe, Glück im Haus, Ehe. Ja. Verscheuch sie nicht. Ja. Nicht so durch Kreuz 10. Kannst du vielleicht etwas sagen, wo du deine Herzensdame verscheuchst? Ja. Also seine Worten bedacht, was du machst. Und Beruf, Zufriedenheit, Sicherheit, Problemlösung, Ballast abwerfen, Ordnung schaffen. Ordnung ist jetzt für dich auch sehr wichtig. Ja? Das spürst du beim Aufräumen. Ja, es hat sich vielleicht einiges angesammelt und setz dich wieder dran, schaffe Ordnung. Immer wenn egal in welchem Kartendeck, wenn die Ordnung auftaucht, schaffe Ordnung. Wichtig. Sonst kommst du vielleicht auch aus der Trägheit, aus der Wut, so schnell gar nicht heraus. Ja? Jetzt weißt du Bescheid. Ich ziehe natürlich auch für dich noch eine Engelkarte. Erkennen. Geh nicht in den Fußstapfen der Meister. Suche, was sie suchten. Zehn Spruch. Stichworte. Neue Entwicklung, neue Erkenntnis, Vertrauen, Einsicht. Warnung vor Gleichgültigkeit, Eifersucht, Untreue, unausgesprochener Liebe, heimlichen Leiden, Entscheidungsschwierigkeiten. Der Engel der Erkenntnis hilft denen, die ihn anrufen, aus Erfahrungen zu lernen, Fehler nicht zu wiederholen und neue Lösungswege zu entdecken. Tipp: Nutzen Sie Ihr geistiges Potenzial, aktivieren Sie brachliegende persönliche Möglichkeiten. Liebe. Bewusste Liebe bringt Herz und Verstand zusammen. Manche Romantik wird durch den Verstand nüchterner. Viele Wünsche und Leidenschaften bekommen aber überhaupt erst eine Chance, wenn man sie bewusst eben mit Herz und Verstand angeht und kultiviert. Wow. Glück. Lassen Sie Ihren Geist in alle Richtungen arbeiten. So erfahren Sie das Glück des Lernens und Reifens. Erfolg? In Ihren aktuellen Fragen schlummern große Gedanken. Wow! Große Gedanken. Ja, sieht doch schön aus. Also, Weisheit, zieh dich warm an. Der Heilung kommt. Tier, ist auch nur so. Halte deinen Wut im Zaun. Ja, es ist alles gut. Es wird alles gut. Kommen wir zur dritten Legung. Ja. Ah, oh, die haben wir die letzte Woche schon. Erkennen.
Welche Karte haben wir diesmal gezogen? Also die Karten, zwei, das ist Stechpalme und Ken war doch zusammen. Hier haben wir den Apfel. Den Apfel. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Auch wieder sehr mystisch. Hast du sie wach geküsst? Ja, das Wochenende ist ja noch nicht ganz vorbei. Sigtrifa, die Siegreiche, erkennen. Mythos. Sigtrifa ist eine Walküre, die von Odin in einen tiefen Schlaf versetzt wurde. Sigurd, also Siegfried, durchschreitet den sie umgebenden Flammenwall und erweckt sie. Sie erkennen einander und sie lehrt ihn weibliche Weisheit. Erkennen, also Impulsworte, erkennen, erwachen, Verzauberung, Hochzeit, Hochzeit, finden, Heimkehr, Austausch, Geschenk, verwandte Seele, Vereinigung, Gralskelch, Schwanenjungfrau, Liebesfähigkeit, Vollkommenheit. Schön. Der Apfel. Ja, es gibt so eine gewisse Wahl zwischen etwas, ja. Und auch wenn die Wahl ziemlich schwer fällt, Alternative, Vielversprechen, Erscheinen, Schönheit und mögliche Erfüllung verheißen. Ich weiß nicht, ob Schönheit unbedingt ausschlaggebend ist, für etwas, für das du dich entscheiden solltest, ja, oder gesund oder krank, ja, ne, so. Ich würde dann vielleicht doch eher noch ein bisschen warten und die Entscheidung vielleicht auch später entscheiden, ja. Die Apfelkarte steht für eine Wahl der Schönheit, der Schönheit des Lebens und der Jugendlichkeit. Damit verbunden ist Avalon, der magische das magische Apfelland. Glastonbury liegt in den keltischen Apfelländern. Aus dem walisischen Gedicht Avellinau erfahren wir, dass der Barde Merlin heimlich seinem Herrn die Existenz dieses Obstgartens verriet. Es wurde von dem Zauberer auf allen seinen Reisen vor Ort zu Ort getragen. Der Unwissende jedoch darf nicht von seinen Früchten essen, denn im Apfel ist ein pythagoreisches Pentagramm verborgen. Schneidet man ihn horizontal durch, offenbart er seine Geheimnisse durch die Form und Anordnung seiner Kerne. Nach dem Urteil des Paris wurden Aphrodite die Schönheit zugesprochen. Scheint die, ja, okay. Also für mich ist auch der Apfelbaum etwas Magisches. Ja, ich habe sogar ein Gedicht über den Apfelbaum meiner Oma geschrieben. Und ich aß ihn lieber grün, frisch vom Baum, wenn er so sauer war. Jetzt steht er draußen auf dem Balkon, ich habe ihn großgezogen, der müsste einen Platz finden. Doch bei meiner Oma darf ich ihn nicht pflanzen. Er hat für mich doch sehr hohen Wert. Okay, wenn du da meinen Apfel, wenn du einen Platz weißt für meinen Apfelbaum,
Sag mir Bescheid. Okay. Aphrodite ist ja sehr sinnlich, eine Schönheit. Na, für dich noch drei Karten. Wow. Ist ein Volltreffer gelandet. Wow. Und hier, da. Wow, du bist das Glückskind der Woche. Im Endeffekt habe ich die Herzdame ja schon vorgelesen. Ja, mit dem Herzkönig. Also du musst nicht mehr mit dir selber arbeiten, ja. Und du kannst mit deinem Schicksalspartner in einer harmonischen Bindung leben. Also allgemein, definitiv. Partnerschaft und Lebensbindung. Ja? Vielleicht bist du schon in einer Beziehung und ihr seid sehr glücklich. In der Liebe ist es der Schicksalspartner, Beruf, deine Lebensaufgabe. Ja? Du hast also auch schon etwas für dich erreicht. Ja? Du bist im Moment doch zufrieden mit dir. Und die Problemlösung, also jetzt speziell die Herzdame, Selbsterkenntnis durch Partnerschaft, ja. Meist ist auch die Herzdame eine blonde Frau, die dich unterstützt. Wow, Wahnsinn. Ich hoffe, ich lege für die Frauen auch so gute Karten. Die Karo 7. Beständigkeit ist das Hauptmerkmal von Karo 7. In beruflichen Angelegenheiten ist Dauerhaftigkeit angesagt. Ein sicherer Arbeitsplatz oder ein eigenes Unternehmen bringen dauerhaft Erfolg. Bei allen Arten von Geschäften wirst du sicher vorankommen. Setze deine natürliche Vorsicht und Klugheit ein. Diese Karte rät ab von unsicheren Spekulationen. Nicht nur in beruflichen Dingen zeigt Karo 7 Dauerhaftigkeit an, sondern in der Liebe fördert sie das Bleibende und Beständige. Wenn dein Geist und Sinn mit großer Energie erfüllt sind, die dich drängen, Dinge zu verändern, so ist die Zeitqualität jetzt nicht günstig dafür. Spare dir die Kraft auf für einen späteren Zeitpunkt, den du durch weitere Kartenbefragungen ermitteln kannst. Hierbei ist es ganz wichtig, vor der Fragestellung eine Zeitgrenze zu setzen. Beispielsweise ist die nächste Woche, der nächste Monat, das kommende Jahr für die geplante Veränderung günstiger. Oder soll ich mit der Veränderung bis nach Weihnachten warten und so weiter? Karo 7 bedeutet für dich, dass du eine Ruhepause einlegen kannst. Deine Angelegenheiten gehen ihren Weg zu deinen Gunsten. Also im Allgemeinen Beständigkeit, Liebe, dauerhaft, bindend, Beruf, gesicherte Existenz, Problemlösung, keine spekulativen Veränderungen. Super. Das Herz, ich habe es hier auch schon vorgelesen, ja, bei der zweiten Legung.
Also in jeder Absicht, in jedem Wunsch liegt der Same für den Mechanismus zu ihrer Erfüllung. Ja, nur Mut. Die Flamme des Herzens brennt. Du schaffst für dich Bedingungen, die dich sehr schnell zu deinem Ziel führen werden. Ja, und es im Allgemeinen Herz, Haus, Familie, Liebe, Glück im Haus, Ehe, ja, Beruf, Zufriedenheit, Sicherheit, Problemlösung, Ballast abwerfen, Ordnung schaffen. Ja, vielleicht hat sich ein bisschen was in der Garage oder im Keller oder auf dem Speicher angesammelt. Man könnte vielleicht ein bisschen gemeinsam ein bisschen Platz schaffen. Ja, nur so, braucht euch nicht zu ärgern, wie hier, ja. Und, bist das Glückskind der Woche. Auch wenn die Sonne so ein bisschen davon ging, ist das Glückskind der Woche. Traumhaft. Auch für dich ziehe ich eine Engelkarte. Geduld. Schön. Sehr heller Engel. Na, was mache ich denn? Geduld. Also es wäre nichts für mich. Ist das nicht wunderbar? Kein anderes Gesetz, nur dieses. Liebe deinen Nächsten und ebenso dich selbst. Von Swami Samanando. Stichworte: Glück, Erfolg, Gewinn zur richtigen Zeit, Warnung vor Verrat, Widersprüchen, Ausreden, Schwierigkeiten vor dem falschen Zeitpunkt. Der Engel der Geduld hilft denen, die ihn anrufen, Trägheit und Lustlosigkeit zu überwinden. Er schützt uns vor der Nachlässigkeit, er sendet Güte und Vermittlungsfähigkeit. Am beeindruckendsten jedoch ist seine Kraft, Feindschaft in Trennung oder in Freundschaft zu verwandeln. Tipp. Lassen Sie die anderen in Ruhe. Tun Sie etwas, was Ihnen selbst gut tut und Sie erfreut. Liebe. In den aktuellen Themen Ihrer Partnerschaft schlummert die Frage nach Ihren langfristigen Zielen. Die Ereignisse des Tages geben Ihnen dazu neue Hinweise. Glück. Kümmern Sie sich um Wünsche und Ängste. Gestalten Sie Ihr Glück. Auch ein langer Weg lohnt sich. Erfolg. Stellen Sie sich auf langfristige Aufgaben ein. Aber verschieben Sie nicht, was Sie heute zu tun haben. Na, super. Also, ich finde das ganz toll. Aber wir sind noch gar nicht fertig, weil wir schlägen noch hart drauf und so.
So. Ei. Ich finde das so süß. So, ich habe vielleicht eine Frage, die mit Ja und mit Nein zu beantworten ist. Und ich werde es jetzt lösen. Ja? Das ist das Ja. Und das ist das Nein. Oh Gott. Okay. Ja? Nein. Okay. Dann wünsche ich euch eine wunderschöne, erfolgreiche Woche. Manche interessieren sich vielleicht noch für die Karten, die ich hier verwende. Das ist einmal das Götterorakel. Die Orakelkarten zum Buch Weltinische Eschenwelten Edition Roter Drache Phönix. Dann das keltische Baumorakel. Die ganz normalen Skatkarten, ja, mit meinem uralten Buch von meiner Mama, magische Kartendeutung für das nächste Jahrtausend. Da kann man sich jeden Tag 8 Karten ziehen und ohne weiteres die Deutung für den Tag herausgucken. Ja, sehr geeignet, finde ich. Und dann haben wir hier noch Pia Schneider, das Engelorakel. Finde ich jetzt sehr hübsch. Okay, ich wurde mal wieder sehr lang. Ich habe ein bisschen langsamer geredet wie sonst. Ja, aber ich bin zufrieden. Dafür so dürft ihr auch als erstes gucken. Vor den anderen. Wünsche euch eine schöne Woche. Tschüss.